Herzlich willkommen bei einem neuen Handschriftenvideo hier bei Paddy und Sebastian. Mhm. Ich habe heute ein schönes historisches Stück dabei. Das ist ein jetzt Stück? Schon ja. Bühnenstück oder ein Buch, Musikstück? Ein Buchstück. Ein Buchstück. Okay. Das ist von 1843. Oder eine Frau. Ein Stück. Ein Stück. Du bist das Stück. Ja. 1843, wie alt ist es denn? Dann 1843, über 150 das sind, Jahre. Genau. Geht über, schon mal auf die 200 ach, ja, ja, klar. 180 das ist ja 180 Jahre. Rum. Ja, ja, ja. Das ist ein Reisetagebuch. Das hat ein Reisender ist durch Deutschland gereist und hat ein Tagebuch geführt, hat schöne Illustrationen auch mit reingemalt. Toll. Wir müssen hier mal direkt an dem Buch. Genau, das ist Rücken nennt man das ja, oder? Buchrücken, nee, was genau. Buchrücken. Genau. Das ist ja 1843. Schön, toll gemacht. Da sah man auch, es ist ihm am Herzen gelegen. Genau. Auch hier schön verziert. Mhm. Ein Reisetagebuch, man muss ja auch sagen, heute ist das ja so normal. Wir kommen von A nach B. Heute machen wir das ja auf, fliegen auf Instagram ja, und Facebook. Und es war damals gar nicht so leicht, von A nach B zu kommen. Ne? Also die Leute hatten keine Autos und so weiter. Also der Flugverkehr gab es ja nicht, gab ja keine Flugzeuge. Es war, Schiff, Kutsche, Eisenbahn gab es dann langsam. Ja, aber ja, Eisenbahn kam dann auch erst. Ja. Ja. Also hier hat jemand später dann mit Bleistift reingeschrieben, illustriertes Tagebuch der deutschen Reise 1843. Von Dresden bis Hannover mit 45 Illustrationen. Und das ist das Besondere an einem Tagebuch. Aber auf den Inhalt möchte ich zu sprechen kommen, der besonders ist. Also hier gibt es ganz viel Text natürlich. Mhm. Den du auch schon niedergeschrieben hast? Nee, ich habe es noch nicht komplett abgetippt. Ich habe jetzt nur das, worauf ich raus will, ein bisschen längere Stellen abgetippt, aber auch noch lange nicht alles, worum es geht. Also ich kann es schon mal ein bisschen verraten, er besucht auch Hamburg. Und da habe ich gedacht, das ist für Massengeschmack vielleicht mal ganz interessant. Ja, cool, ein Hamburg-Besuch im Jahr 1843 und es geht über viele Seiten hinweg. Ich glaube, nur die ersten paar Seiten habe ich mal grob abgetippt, weil auch ein besonderer Aspekt aus der Zeit dabei ist, auf den ich zu sprechen kommen will. Aber bevor wir nach Hamburg kommen, sitzen wir hier bei Leipzig, Altenburg, möchte ich mal zeigen, was für schöne Illustrationen er da reingezeichnet hat. Das sind ja Handzeichnungen. Also, schön. Die er in manchen Stellen dann auch wirklich noch koloriert hat und so. Und der hat dann wahrscheinlich an Ort und Stelle Sachen abgemalt, genau. Wenn man so will. Hat sich da hingehockt, das dauert ja ein paar Stunden. Und in der Zeit gab es halt, oder war die Fotografie noch gar nicht verbreitet. Nee, nee. Da waren das halt Abbildungen von den Orten, die es halt in der Form nur in diesem Buch dann jetzt gibt. Mhm. Das hat er koloriert der sogar. Eine Kutsche. Ja. Mhm. Altenburg, Gera war er dann. In Gera, oh, kommt man der Ex. Naja. Keine gute Erinnerung. Nach Bernburg. Hier hat er dann auch den Alltag gemalt. Leider weiß ich nicht, wer der Urheber ist. Gera. Ach komm, wirklich nicht? Nee, ich habe es bisher nicht gefunden. Wenn ich alles durch alles abtippe, kann es sein, dass ich es vielleicht irgendwie rauskriege. Ja gut, das wird irgendein Name sein, den man ja eh nicht... Das war ja eine Privatperson, normaler Arbeiter wahrscheinlich war das, oder? Nehme ich schon ein besserer Mensch. Schon besserer Mensch. So eine Deutschlandreise. Der Heinrich Heine hat auch 1843 eine Deutschlandreise gemacht, wo dann auch bekannte Gedichte entstanden sind. Aber das ist, glaube ich, nicht von Heine. Weimar? Nee, wahrscheinlich nicht, genau. Weimar ist ja auch in der Nähe von Gera. Genau, da hat er hier wieder eine schöne Zeichnung. Ich zeige euch erstmal so ein bisschen die Bilder und die Zeichnungen, bevor ich dann auf den Inhalt zu ein Treppenhaus. Oh. Was hat ihn denn an dem Treppenhaus fasziniert? In GH, in Goethehaus. Das ist Treppenhaus im Haus von Goethe. Daher, ich wollte schon sagen. Da war ich auch mal drin. Muss kein Das ist nämlich recht markant. Das ist sehr eigenwillig alles gestitzelt, auch schön. Und dann kommen wir gleich nach Hamburg. Es gab nämlich 1842 einen riesengroßen Brand in Hamburg. Und der wirklich massiv war. Es wird jetzt gleich alles beschrieben. Die Bauernhäuser mit dem ganzen Stroh und Holz und so, das hat ja alles mal lichterloh gebrannt. Genau, in dem Fall waren es aber die Hafengebäude und so. Wir wendeten uns gleich sehr teilnehmend an ihn, aber er meinte, das sei den Hamburgern eben nicht schädlich gewesen, so eine kleine Lehre sei ihnen für ihren Übermut zu gönnen. Der Mann war ein Däne. Die soll mal wieder auf den Punkt der Tatsachen zurückkommen. Der Mann, der das gesagt hat, war ein Däne. Wir kehrten vorläufig im nächsten Gasthause ein, um uns später eine Wohnung auszusuchen. Es war so überfüllt, dass wir im Speisesaal warten mussten, bis ein Zimmer leer wurde, welches sein Bewohner eben verließ. So, dann Wikipedia schreibt so diesen Hamburger Brand. Der Hamburger Brand war ein großer Stadtbrand in Hamburg, der zwischen dem 5. Mai und dem 8. Mai 1842, wir sind ja jetzt schon im Jahr 1843, große Teile der Altstadt zerstörte. Oh. Im Zusammenhang mit der Hamburger Geschichte wird häufig auch nur vom großen Brand gesprochen. Das Feuer war noch in einer Entfernung von über 50 Kilometern sichtbar. Scheiße.
Über Jahre hinweg war das Stadtbild von den zerstörten Flächen und den darauf errichteten Behelfswohnungen geprägt, welche die Obdachlosigkeit von Bürgern und Gewerbe lindern sollten. Und es war so, dass halt, man weiß nicht, wo der Brand genau ausgebrochen ist. Ein Haus hat gebrannt, nächsten Häuser haben gebrannt und aus irgendwo habe ich es gelesen, aus versicherungstechnischen Gründen hat die Stadt noch nicht eingreifen wollen, weil die halt Häuser sprengen mussten und dann mussten sie für diesen Schaden dann irgendwie schon aufkommen oder so. Also dann haben die saßen nicht, da und da haben die ja auch Menschenleben wahrscheinlich. Ja klar, es ist dann immer mehr, so der Brand ist dann so eskaliert, dann mussten sie was tun. Die haben dann auch einen Experten aus England, glaube ich, eingeholt, der dann helfen wollte. Aber da sind sie dann in die London Taverne, ist hier ein Brandexperte. Er beschreibt auch ganz viel, was ich bei Wikipedia nicht finden konnte. Also am nächsten Tag schreibt er dann, da besucht er die Brandstätte. Ich kann ja mal gucken. Ich habe hier ein Bild, habe ich glaube ich schon entdeckt, wo er was gemalt hat. Das war jetzt noch hier die Ankunft. Also diese Brände um die Zeit. Genau. Bei uns im Dorf gab es auch große Brände. Ein Teil der Brandstätte. Da sieht man, wie hier die Ruinen sind. Und ein Gebäude, könnte das sein, die Börse war das, die haben sie geschützt bis zum geht nicht mehr, weil da die ganzen Dokumente lagen, auch so aktienmäßig und ja, so, weil das wäre ja alles weg gewesen. Da haben sie ein Gebäude geschützt bis zum geht nicht mehr, dass das nicht abbrennt, weil diese Dokumente waren. Man muss ja auch bedenken, damals war ja nichts hier digital, Aktien, es war ja alles Papier. Aktien waren ja solche Scheine, wie Geldscheine und sowas in der Richtung. Und wenn die Dokumente weg sind, dann sind auch Besitztümer weg, weil man nichts mehr nachweisen kann. Genau, da hat die Brandstätte dokumentiert, dann lese ich mal, was er noch geschrieben hat zu dem Thema. Die Brandstätte bot einen furchtbaren Anblick, der umso ergreifender war, als man gleich sah, dass das Feld der Verwüstung nicht zu überschauen und hinter diesen Trümmern und Schutthaufen eine noch größere Menge verdeckt sei. Demnach erregte diese Zerstörung mehr den Verstand und die Einbildungskraft als das Gefühl, denn alle die kleinen Details eines tödlich verwundeten gesellschaftlichen Daseins als das sind. Zerstörte Zimmer, halb verbrannter Hausrat und dergleichen, die bei kleineren Brandstätten so ergreifend wirken, sind hier entweder verschwunden oder nie gewesen, da die maßlose Wut des Feuers alles gänzlich vertilgte, sodass keine Spur der Vergangenheit blieb und sogar die Ruinen der Häuser zerbröckelt in den Staub fielen. Wie eine Leiche oder ein Skelett uns mehr ergreifen als ein Häufchen Staub, das doch eine viel tiefere Zerstörung andeutet, so sprechen auch Trümmer ehemaliger Größe lebendiger zu uns als bloßer Schutt. Und dies war hier besonders an den Brandstätten der Kirchen sehr deutlich. Von der Petrikirche standen noch zwei Mauern, an denen man die Fensteröffnungen bemerken konnte und der Stumpf des Turms ragte schauerlich aus dem Trümmermeer, das ihn umgab. Die Vernichtung dieser Kirche muss eines der ergreifendsten Schauspiele gewesen sein, die jemals über die Erdenbühne schritten und selbst die trockensten alten Kaufleute sprachen davon mit gebrochenen Herzen. Lange hatte man sich bemüht, dies der Stadt so werte Denkmal zu schützen, aber die ungeheure Hitze machte das Holzwerk brennen, ohne dass die Flamme es berührt hatte. Und als das Feuer herausschlug, das im Innern der Kirche entstanden war, fingen die Glocken von selbst an sich zu bewegen und läuteten ihr Eigensterbelied, bis die Glut der Atmosphäre, die sie in Bewegung gesetzt, das Metall angriff und sie immer weicher und tonloser werdend endlich als glühende Erzmasse von der Höhe herabschauen, auf der sie so lang gethront. Wie der das ausgedrückt hat, das ist Wahnsinn. Der Wahnsinn, das ist richtig geil. Man kann es sich bildlich vorstellen. Lyrik ja, ist man das kann sich, ja, genau. Man kann sich super vorstellen, was da los war. Und sehr ergreifend, sehr ergreifend. Ich kann mal gucken, da hat dann, glaube ich, noch eins. Also er schreibt es wirklich über mehrere Seiten. Er merkt, das ist die Börse, die gerettet wurde. Tja. Vom 5. bis 8. Mai 1842 zerstörte der große Brand weite Teile der Hamburger Altstadt. 51 Menschen kamen ums Leben, obdachlos wurden grob geschätzt 20.000. In insgesamt 41 Straßen wurden etwa 1.700 Häuser zerstört, 102 Speicher sowie 3 Kirchen. Übrigens gilt diese Aufnahme als das erste Foto von Hamburg überhaupt. Tja, und dieser Brand, der brannte sich im wahrsten Sinne des Wortes in das kollektive Gedächtnis der Hamburger Bürger. Bis heute. Ich lese mal weiter. Überhaupt hat dieser Brand grässliche Momente aufzuweisen, gegen welche alles, was wir von den größeren Feuerbrünsten hören, verschwindet und dies mag in der Kombination der beiden Umstände seinen Grund haben, dass H, also Hamburg, eine große Handelsstadt mit riesenhaften Magazinen voll aufgespeicherter Ware und doch nicht so fest und solid gebaut ist, wie man von einem solchen Ort erwarten sollte. Die meisten der verbrannten Häuser waren von preußischer Mauer mit Spindeln gedeckt, nur äußerlich mit Kalk beworfen. Das Feuer fand daher an ihren
Die leichteste Beute und die Warenlager, die sie enthielten, wurden, wenn sie nicht zu retten waren, in die Kanäle und Flete geworfen, um nicht das Brennmaterial zu vermehren. Man fing endlich an, die Häuser abzubrechen, aber das Feuer überholte die Arbeiter und obschon man ganze Reihen stehen ließ und die darum stehenden zu demolieren suchte, hatte die Flammen immer schon ihre Beute verzehrt, ehe man durchaus den Weg räumen ihrer Gier ein Ziel hätte setzen können. Also das Feuer war riesengroß in Hamburg. Die haben dann angefangen, Häuser abzureißen, um halt irgendwo eine Grenze zu setzen, dass es nicht weiter brennen kann. Aber das Feuer war dann schon wieder weiter. Also das Abreißen war dann schon sinnlos gewesen. Und dann schreibt er noch, anfänglich hatte man alles Feuergefährliche zu entfernen geglaubt, wenn man es ins Wasser werfe. Zahllose Fässer Rum, Spiritus, Rosoglio, vielleicht ist es ein Wein, und Branntwein waren die Boden eingeschlagen und ihr Inhalt in die Kanäle gelassen worden. Aus diesen Kanälen wurde dann das Wasser zur Löschung geschöpft. Oh, das ist ja, und das heißt, sie haben mit hochprozentigem Wasser versucht, dann die Häuser zu löschen. Bescheuert? Und das hat dann nur noch mehr Feuer gebracht. Da hatten die Feuerwehr hat die Information war, nicht war, gehabt. Das war eine Paniksituation. Das, ja, genau, überall brennt es halt. Auf der einen Seite macht einer was, auf der anderen Seite schnell, der Kanal. Ja, Spiritus weg und die anderen holen das Wasser raus. Und Scheiße, das ist eine völlige Katastrophe. Das habe ich bei Wikipedia so gar nicht gefunden. Ist sicher woanders auch nochmal niedergeschrieben. Aber krasse Information. Ja. Was für eine Scheiße. Wahnsinn. In mehreren Häusern standen Tonnen mit geistigen Getränken auf dem Boden. Und wie der Dachstuhl Feuer fing, entzündeten sich diese leicht brennbaren Stoffe und flackerten und brodelten nun wie aus einem Höllenschlund von der Höhe herab die Mauer mit einem Feuersturm überschüttend. Endlich fing man an, Häuser in die Luft zu sprengen und machte der Bürger Hamburgs, die dabei als Soldaten Hand anlegen mussten, sollen einen Mut und eine Kühnheit an den Tag gelegt haben, die das schönste Zeugnis für sie ablegte. Es ist auch schwer von der Grammatik und so. Voll, voll. Sehr verschachtelt alles. Voll. Einer derselben, dessen Haus eben in die Luft fliegen sollte, ging festen Schrittes noch einmal hinein, um nachzusehen, warum die Sache sich verzögerte. Und erst nachdem er fand, dass die Lunte brannte und im Pulverfasse noch genug sei, um zu zünden, verließ er es wieder. Boah. Kaum hatte er eben das Haus verlassen, so flog es mit einem Getöse, das die Erde zu erbeben schien, in die Luft. Andere trugen die Pulvervorräte hin und her oder begleiteten sie ohne Scheu, obwohl jeder Funken hinreichte, sie zu entzünden und gewissen Tod zu bringen. Leider waren aber all diese Bemühungen vergeblich, denn da diese Leute so etwas nie erlebt hatten und vom Minieren und Sprengen wenig oder gar nichts oder gar keine Kenntnisse hatten, halfen diese Manöver nichts, und die Eingeweide der gesprengten Häuser, die alle Richtungen zerstreut wurden, vermehrten das Feuer ebenso, als wenn sie an ihrem Platz gestanden hätten. Also das heißt, Scheiße. Die haben die Häuser gesprengt, umsonst, ja. Aber die haben dann teilweise schon gebrannt und diese Sprengung hat das noch alles verstärkt, wahrscheinlich. Es ist ja eine, man hatte keine Erfahrung mit sowas. Ja, und immer, das ist über Paniksituation. Voll, voll. Also voll. Und das geht halt noch seitenweise weiter. Er schreibt dann später auch noch hier, wir haben es ja gerade schon gesehen, geschmolzenes Gerät, dass das als Souvenire dann verkauft wurde. Es gab dann eigene Geschäfte, die dann so verschmolzene Sachen zum Kauf angeboten haben, weil es gab es halt massig. Das ist ja logisch. Und da wurde halt Touristenware dann draus. Und das ist halt aus einer Zeit, da gibt es nicht viele Quellen. Deswegen, ich weiß nicht, was davon jetzt noch in andere Literatur niedergeschrieben ist, weil er hat ja mit Zeitzeugen gesprochen, die ein Jahr vorher das erlebt haben. Das sind vielleicht manche Details hier jetzt drin, die woanders nicht niedergeschrieben sind. Mhm. Und wir können das Thema mal fortsetzen, weil das ist jetzt 1842 war der Brand, das ist 1843. Genau 100 Jahre später hat Hamburg wieder gebrannt, ordentlich. Operation Gomorra. Genau. Der Hamburg ist ja richtig klar. Also wenn die Altstadt dort nicht abgebrannt wäre, wäre sie 100 Jahre später zerstört worden. Also das da habe ich auch viele Zeitzeugnisse, was Briefe und Tageboch-Einträge angeht. Da könnte man mal ein eigenes Video bei Gelegenheit draus machen. Sehr gerne, sehr gerne. 100 Jahre später dann gab es den nächsten großen Brand. Das waren die zwei, soweit ich weiß, die zwei großen Brände von Hamburg in diesen Jahrhunderten. Ja, schlimm, was diese Stadt mitmachen musste. Ja, viele Städte. Ist, viele, natürlich ist, viele. Ja, weil aber es war ja auch, Magdeburg wurde auch im 30-jährigen Krieg belagert. Von den Schweden war das, glaube ich. Da gab es ja öfter, Danzig wurde ausgehungert. Und ja, Kriege gab es immer wieder oder halt auch solche Unglücke, die nicht zu unterschätzen sind. Also wir sind ja ganz gut, wir fahren ja hier mit der Natur ganz gut, weil es gibt ja genug Gegenden mit Vulkanen.
Vulkanausbrüchen und Erdbeben. Das haben wir hierzulande nicht so viel. Aber eben dann in Italien oder in Nordamerika oder was weiß ich, auf irgendwelchen Inseln, da gibt es dann wieder ganz andere Unglücke. Aber es gibt dann auch hausgemachte Krieg oder eben Feuerunglücke. Und hätte da die Stadt eher reagiert, habe ich bei irgendeiner Fachwebseite gelesen, hätten die den Brand recht schnell unter Kontrolle kriegen können, nur hätten die halt dann die Häuser irgendwie wieder bezahlen müssen. Ja, aber kaputt gemacht was hat haben. Die Stadt, vor welchem Scherbenhaufen steht die Stadt denn danach? Das ist halt, ne? Aber ist halt schwer einzuschätzen. Klar, das und war das ist dann auch eine gewisse Bürokratiegeschichte, wenn sie dann sagen, was machen wir jetzt? Also. Ja. Schwierig. Man ist auch anders mit Menschenleben umgegangen, glaube ich, so im Kopf. Ja, das dass man so, so ja, da hat er auch beschrieben, wie halt die Leute nochmal ins Haus reingegangen sind. Ach, die Lunte brennt, da vorne ist, ist der Sprengstoff. Ich geh mal wieder raus. Ich glaube, das klappt. Oder wenn die halt mit dem Sprengstoff unterm Arm rumgelaufen sind und überall hat es gebrannt, ein Funke, und dann gekracht, dann wäre Feierabend gewesen. Also, da gab es 100 Pro auch so ein paar Unglücke. Also, natürlich, das ist halt, natürlich. Das muss man nicht drüber reden. Natürlich. Also, das ist auch mal schief gegangen. In dem und Fall jetzt nicht. Genug, die wahrscheinlich auch einfach nicht dokumentiert sind, weil es keiner mehr mitgekriegt hat, weil einfach das ganze Eck in die Luft geflogen ist. Ja. Und die Leute waren halt dann vermisst oder waren weg. Wie im Krieg eben auch. Da gibt es auch genug Schicksale, die man nicht mehr belegen kann. Ja, schöne Sache war das. Das ist ja wirklich klasse. Ja, dadurch hat es vielleicht für Hamburg-Bezug ganz nett mit Massengeschmack. Und sehr, sehr schön. Das hat mich total geflasht. Ich habe das Tagebuch damals, da habe ich ein bisschen mehr für bezahlt, ein paar hundert Euro war das. Weil die Zeichnungen sind halt so hochwertig und das sind ja auch ein paar hundert Seiten Text. Und da war mir sofort schon klar. Ich weiß nicht, wo ich das gekauft habe, das mit dem Hamburger Brand schon wusste, dass das drin ist. Ich glaube nicht. Ich habe eine Webseite, wo ich dann immer einzelne Zitate einstelle zu bestimmten Themenbereichen. Da kann ich das ja schon mal reinbringen. Und dann kann es sein, dass ich das Buch öfter mal in die Hand nehme, weil jemand sich vielleicht dafür interessiert oder ein Buchprojekt draus entsteht. Und dann kann es sein, dass man dann zumindest den Hamburg-Abschnitt dann mal komplett abtippt für ein Projekt. Oder vielleicht mal das komplette Reisetagebuch und das auch als Buch rausbringt. Vor allem mit diesen schönen Illustrationen. Ja, die sehen wirklich toll aus, also richtig klasse. Prima, das war ein weiteres Handschriftenvideo mit Sebastian Kubert und meiner Wenigkeit und danke fürs Zuschauen und macht's gut, gell? Tschüss.